So, dann lassen wir das hier mal. Ich habe jetzt schon ein bisschen dezent überzogen. Twerken wir uns hier den Baum nochmal zurecht. Wir haben hier Purified. So, dann essen wir hier nochmal ein Nüsschen. So, dann haben wir hier wieder. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Zack. Wipp. Karel. Axt. Axt. Und Axt. 1, 2, 3, dann haben wir hier schon mal die Slabs fertig. Aus den Slabs können wir dann hier hinten schön fertig bauen. So. Safe. Wenn ich mich nämlich gerade nicht täusche, ist es so richtig? Wenn ich mich täusche, habe ich gleiche Probleme mit dem Obsidianklumpen und auch habe ich keinen Bock. Kann ich die nicht auch kopieren? It did. Safe word. It did. Open Folder. Achso, ja, okay. Dann kopiere ich die hier einfach mal. Abbrechen. Mainz Kopie. 2-3-1-2-3-1-2-3. Safe Game. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Dann ist das hier nämlich das. Dann kann ich hier wieder reingehen. Denn müsste es nämlich stimmen. Wenn ich sie mich direkt rüberlaufen lasse, entsteht. Es war so klar. Es war so verdammt klar. Also. Löschen, Save Game hinkopieren, in Mainz umbenennen, Erstwasser, Moment, Cobblestone Generator, bin ich doof? Bin ich doof? Cobblestone Generator. Fließendes Wasser trifft auf Lava. Ah ja, Moment, ich habe mich vertan. Ich begreife es langsam wieder. hier. So. Das ist fließendes Wasser und da kommt jetzt Lava hin. Ja, geil. Kommt hinten und vorne noch so ein Pröppel hin. Fließendes Wasser trifft auf fließende Lava sozusagen. Ich bin richtig gut.
ganz gemütlich frei ranpressen, damit man den aufsammelt, bevor er in die Lava fällt. Ist das schön. So gefällt mir das. So. Jetzt haben wir Cobblestone im Überfluss. Ganz viele Slabs draus machen. Und ich lasse den, glaube ich. Ich mache ihn hübsch noch. Jetzt wird's. Das ist gut. So. Zack. Also die Ecken kann man schon, ne? Ja, doch, das wollte ich. Stimmt. So. So. Die Ecken wollte ich aber nicht setzen. Ecken wollte ich hier niedrig lassen. Ist das geil. Jetzt bringt das Spiel Spaß. Oh, das Ding muss ich wegnehmen. Habe ich die Veranlagung da voll durchzulatschen. Drei Cobblestone, 6 Slabs. So, machen wir die Ecken hübsch. Hier noch einen hin. So. Jetzt sieht man immer, was das ist. Weil das ist ja hier essentiell. So. Meine Damen und Herren, das ist doch schön. Endlich bringt Spaß. zack, zack, zack. Das kann wieder weg hier. Wie viel habe ich denn noch? Auch 7. Auch 7, ja. Den gibt es erstmal eine dicke Cobblestone-Ex. War klar, dass er mich darüber moved. Weil ein Assi ist. Ich würde schön finden, wenn man das unten in der Ecke noch sieht. So. Die kann jetzt schön feuert werden für ein bisschen Holz. 32er Stacks vor allen Dingen nur. Wieso gehen da nur 32er Stacks rein? Was soll das? Bullshit. Geh weg. das ist toll. Hier habe ich jetzt Wasser drin. Das will ich nicht. Aber jetzt reparieren wir erstmal die gute. So. Dann machen wir uns mit den Steinchen mal eine Pickaxe. So, die Crook, die benutze ich ja wahrscheinlich eher selten. Deswegen kommt sie ins Inventar. Jetzt habe ich da wieder so viel Müll rumfliegen. Das Holz kann da rein. Ich kann das alles erstmal da rein. Weil ich jetzt gucken muss, was ich machen muss. Und zwar, das kommt auch mit. Und zwar, ich soll jetzt was? Craft a cobblestone mud bucket, which you can feed into a pig to transform it in a rescue hog. Ich hab nicht mal ein Schwein. Ach ja, come so good. Do find all slots and fill all the slots of a vanilla chest.
open the chest to complete the enchantment. Aber ich Cobblestone Generator. Oh, das wäre mega, ey. Brauche ich aber Glas. Ja gut, aber Lava und einen Wassereimer kriege ich. Dann brauche ich Glas. Und Glas kriege ich aus Sand. Und Sand kriege ich aus... Ja gut. Sand kriege ich aus Sand. Restrain. Sand Sapling kriege ich aus Sand Acorn. Und wieder den Purtify, Alter. Kriege ich, dann stomp ich jetzt ein bisschen Gravel. Das Buch. Nicht das Buch. Ich stompe jetzt ein bisschen Gravel. Gravel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, zehn, okay, egal. Use a bird of a. So, zup. Zack. Den mal her, den stelle ich hier vorne hin. Wobei ich den jetzt eigentlich abtragen kann. Den ja dann sogar hier. Ich bin the brain. Ey. Ey. Die Gravildinger behalte ich nochmal. Genau wie die Utan Alten Bird of Fire Dinger. Gravel ist ganz wichtig. Und die Gravel Slabs sind ganz wichtig. Erstmal. So, das heißt, wenn ich jetzt hier den Gravel Schlepp noch aufmache. Und jetzt hier ansetze. Wie die Lava guckt oben raus. Das heißt. Ha. Ich weiß nicht mal, ob man das überhaupt so machen muss. Aber zack, jetzt haben wir, kann ich noch ein Lava Bucket machen. Zack. So, bevor ich mir den gegen den Kopf werf oder so, nehme ich nochmal 1, 2, 3 mal Clay. Crafte mir aus Clay nochmal einen Eimer, der nicht gefeuert wurde. So, zack. 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 Ich crafte Monsterkisten. Nebenbei. So, weil das sind... Sieht doof aus. Mach so ein Zickzack. Ja. Ja. Rüberklettern kann ich über die Crush-Dinger hier. Ein für Wasser, ein für Sapsche. Was kann die Tab denn noch generieren? Olivenöl, hey. Wasser, Wildbeerensaft, Wasser, Apfelsaft, Honig, Wasser, 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 Wasser.
Wasser, 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 Wasser. Blut. Ja, SAP, 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 Wasser, matt. Ich sag mit flüssig. Ja, gut, Wasser und Mudde. Das ist doch gut. Das reicht mit zwei, das passt. Machen wir das hier weg. So, dann machen wir das hier neben dem Trocknungsrack-Dingern hin. Ja, weil wir es können. Aber mir gefällt das ja immer. Obwohl, über die können wir ja rüber. Weiß man noch nicht, was man hier dran trocknen soll. Können ja mal die Graveldinger da ranhängen. Gucken, was passiert. Nix. Ernsthaft? Kann man da jetzt nur nochmal so der Sand, weil das ist der ganze Kram, der noch irgendwie so benutzt werden kann. Ne, die Sticks auch. Kisten, Gravel und Sand, Gravel brauche ich, Gravel Ahorn brauche ich. Hier ist Holz und Sand und so, zack, Eimer. Eimer mit Wasser. So, jetzt brauche ich ganz viel Sand-Ahorn. Generator. So, in dem Fall brauche ich einen Cobblestone-Generator. Der Cobblestone-Generator wird aus Glas gemacht. Glas wird aus Glas gemacht, wird aus Glas gemacht, wird aus Glas gemacht. Einschmelzen durch Sand. Nochmal. Cobblestone-Generator wird aus Glas gemacht, Glas wird aus Glas gemacht, wird aus Glas gemacht, wird aus Glas gemacht. So. Sand Restrain wird daraus gemacht und da brauche ich dann einfach mal einen so einen Sand-Sapling. Ja, dann sind wir wieder beim Sapling. Sand Sapling ist nämlich hier. Sand Ahorn wird gecrushed durch Gravel. Ich sogar schon ein, ach nee, da steht hier sogar schon. Ne? La 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 la. Völlig verpeilt. Schön, dass ich wieder Holz kriege. So. Dann brauche ich doch noch die Hook. So. Der mitkommt, die beiden kommen mit, der kommt dahin, ja, passt eigentlich erstmal. Die Graveldinger, weil ich sie vielleicht brauche. So, Alter. Denn die Version. Also was ist die Version? Und
2 Cobblestone. Ich brauche mehr Cobblestone. Ich brauche 3. Sticks. Ein Stick. Meine gesamten... Oh, ich habe mein gesamtes Essen aufgegessen. Was? Kann ich hier nicht Food eingeben? Lol. Guck gleich mal in dieser Übersicht, was die einem vorschlagen. Weil die müssen einem ja irgendwas vorschlagen, was man zum Beispiel zum Essen. Diamond Trees. Place sand to grow sugarcane and accelerate. Add in a, to grow sugar, we say it top. Achso, it accelerate. Ja, okay. Ja, ich hab's begriffen. On top, it top. Ja, müsste ich jetzt ja nebenbei nochmal mir die Dirt Saplings mitnehmen. Und jetzt hier noch ein bisschen Dirt machen. Da 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 Batman, Batman. Schön, dass hier noch so ein Purdy Fight steht, witzig. Ja, hier kann man. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. App. Müsste es unter J wie Journey sein. Waypoints. Meine ich doch. Bin da gerade nur zu dumm zum Lesen. So. Oder kann ja eigentlich verrecken. Selbstständig. So, der ist auch fertig. Na, wenn das erstmal automated wird, Alter. Ich mag das. No. Dieses Übertriebene, das ist einfach so mega gut, ey. Fast getrocknet ist das Fleisch. Für die Biene sehr bekannt. Zwar weit und breit. Diese Biene ist breit und heißt Maya. Sie kifft mit Willi ganz viel Biene, Maya. Was? Wer sagt sowas? Niemand.
Die liegen da drin, mal wieder. Sagen, ich hab die doch noch. Egal. So. So, so. Na, jetzt hab ich mehr. Ich war der Meinung, ich hatte noch welche. Ich bin wahrscheinlich wieder da reingelegt, spontan. Kann ich mich immer wieder ein bisschen regenerieren. So. Hier noch mehr für dich, noch mehr für mich. So. Noch mal so. Zack. Ich. Jetzt habe ich immerhin noch ein Sand-Sapling. Das ist ganz gut. So. Und ich trucke, was das zockelt. Und andersrum. Toll. Ich komme da durch. Das nervt auch, ey, dass die Bäume teilweise nicht so sind, dass man durchlaufen kann. Weil das sind ja Blätter. Eigentlich müsste man da ja so durchlaufen können. Gibt's eine Mod für, glaube ich. Das war nicht mit Absicht. Das war jetzt eher Zufall, ne? Das sollte, glaube ich, reichen, oder? Drying Rack sagt fertig. So schön. Monster Jerky. Das ist cool. Das kann man jetzt auch ohne Bedacht essen. Ich vergiftet wird. Hier noch so schönes rumliegt. Was hier noch so schönes rum. Der Balken im Hintergrund verschwindet gleich wieder so ein bisschen. Ich weiß immer noch nicht, was der Diversion-Debuff ist, weil es da einfach nicht steht. Aber das finden wir auch raus. Diversion 2. Minecraft. Curseforge. Version 2 Minecraft. Buff. Keine Ahnung. Egal. Steht da nicht. Betrifft mich anscheinend gerade irgendwie nicht. Ich blubber nur so vor mich hin. Vielleicht, dass ich schneller Essen brauche. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. So. Hopping Bonsai Pot. Automatic Export drops to inventories below. Aha. Weiß nicht, warum das da jetzt ist.
Press A to bookmark it. Also. Aha. Das ist ja mir jetzt völlig Wumpe. So, wir brauchen jetzt eigentlich das Cotton-Ding, aber wir wollen ja erstmal einen Cobblestone-Generator machen. Die Kiste damit füllen wir das Achievement haben. Das heißt, wir brauchen Glas. Glas machen wir aus Sand. Cobblestone-Generator, der ist da. Was ist das eigentlich? Ach, Lava and Fused Stone. Glas. Glas machen wir aus Glas. Das wird gebrannt aus Sand. Sand kann man aus dem Reskin und dem Ahorn machen. Zack, 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 zack. So, Sand, Sand, Essen. Müssen wir es reinschaufeln. Mhm. Sand. Und jetzt machen wir einen Cobblestone-Generator. Ach, das ist der normale da. Oh, ist das schön. Und jetzt, oh. Entschuldigung. Aber wir können den ursprünglichen ja trotzdem hier lassen. Nehmen wir hier einfach Slabs drauf und setzen ihn einfach mal daneben. Jetzt sieht das zwar ziemlich verwirrend aus, aber 21, 22, 23, 24, 25, glaube ich zumindest, das ist so. Makes one cobblestone block every 40 ticks. Ja gut, das ist ja mir egal, ne? Gibt es hier auch noch die Siebe? Ne, gibt es nur das automatische Sieb. Ah, oh, habe ich jetzt Cobblestone, das ist toll. Unbegrenzt. Axt, 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 Pickaxe. Oh, Gedöns hier so. Zack, guck mal, zack. Fertig. So, da können wir ein bisschen Kohle machen. Kohle ist kein Verbrauchsmaterial. Machen wir mal einfach mal einen ganzen 32er Stack. Hopper wird ja aus Eisen gemacht. Das ist natürlich doof. Kommen wir denn an Eisen? Iron kommt aus Iron Ore. Egal. Zack. Den sortieren wir wieder durch. Dann nehmen wir den nochmal. Das geht ja nicht. Dann können wir den nochmal rausnehmen. Dann nehmen wir hier die Slabs hin. Oh, ist das schön. Das sind alles Form und Farbe und Gestalt an. Item-Sortierer, ja. So. Fill all slots of a vanilla chest. Wie war das, wenn man den... Gibt der was aus? Nee, der gibt... Ich weiß gar nicht, wie das war. Der automatisch ausgibt. Können wir aber testen. Weil ich habe hier noch Kisten. Ich glaube nämlich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass er nach oben ausgibt, oder? Doch. Geil. Dann machen wir das so. Nach oben oder zur Seite kann auch sein.
Das werde ich jetzt sehen. So. Das ist schon verdammt cool. So. Haben wir hier noch Kobbel drin? Weil Kobbel brauchen wir natürlich nicht drin. Dann nehmen wir erstmal einen ganzen Stack mit. Den ganzen Stack verarbeiten wir so, dass wir einen ganzen Stack 4 von dem haben. Zack. Sehr schön. Oh, ich habe keinen Bock eigentlich auf das Skelett, ne? Gibt's sowas wie ein Schild? Ich habe aber kein Iron. Armor. Leder. Ich habe aber auch kein Leder. Ich habe kein Iridium, ich habe keine Digital, ich habe keine Chain. Ich habe ja nichts. Aus Holz kann man sich nichts machen, aus Stein kann man sich nichts machen. Immer wieder. Pro. Wieder mein Nüsschen, ne? Mein Nüsschen hier. Rave Dust, Crafting and Tigrin. Eile, Knochen. Putrefy Sapling. Machen wir das erstmal wieder alles zurück. Das, was wir offensichtlich nicht brauchen. So, und ich soll mir jetzt nämlich Cottonwood Sapling bauen. Oh Gott, wenn ich das schon wieder mitkriege. Wie kriege ich Cottonwood Ahorn? Ach nee, wie kriege ich einen Jungle Sapling bitte? Clay Sapling. In einem Cauldron. Aha. Die alle voll? Aber ich glaube, die lasse ich auch für Wasser, oder? Wasser, viermal Wasser. Das viermal Wasser unten im Dirtblock. Oh Gott. Matt. Aha.
Alter, das ist krass, das ist richtig gut, ey. Kannst du, jetzt musst du den hier trocknen lassen. Was natürlich jetzt ein bisschen dauert. Ja? Mal gucken, was unser Kurbelstromgenerator macht. Ich brauch Dirt. Das Problem ist, Dirt kann man auf so unterschiedlichste Weise einfach herstellen. Dirt und Bohmil ergibt Ferron Soil. Und er macht das auch wieder zurück. Wow. Wow. Dirt Reskin und Dirt Arcorn. Ja, aber die habe ich ja nicht, weil ich sie ganz weit verarbeite. So. Muss ich nur runde Bäume pflanzen. So, und jetzt muss ich den da unten hinsetzen, den da, machen wir mal 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt habe ich ein Cotton Sapling. Und den twerk ich mir jetzt richtig schön hart hier raus. Auch wieder der gute alte Reskin und die Nüsse, ja. Ah, na, 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 na. Dann ist das so wundervoll. Wir machen uns die Hose voll. Komm, 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 komm. 12 Stück, ist das ein Traum. Deswegen eine Crook benutzt, um das alles zu harvesten. Ne? Aus den Strings kann ich hier gleich so schön Wolle herstellen. Guck mal. Gleich ein Bett craften, bis ich dann aber auf eine Plattform nach oben setze. Definitiv. Wieder noch eine Tür dafür bauen. Na, 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 na. Jetzt macht ihr meine Kohle, Kohle, zack, Kohle, fertig. Bisschen Holz. So, jetzt brauche ich erstmal eine Tür. Ja, 3 Stück ist ein bisschen heftig, aber das ist egal. Wobei ich ja eigentlich so gesehen rein theoretisch das so machen kann, dass ich den Scheiß verfeuere und mir nichts mehr aus Holz baue. Weil ich habe hier ja Stein. Ist das toll. Cobblestone Generators sind super. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf mal fünf. Nach oben per Leiter. Dann mache ich mir hier so eine Treppe.
hinten. Irgendwie. Hier so. Etwas, ne? Irgendwie. Ja. Ziehe ich mir hier noch einen schönen. Ich könnte mir ja auch so ein Giant Tree hinbauen, ne? Mit 4 Stück. Aber nein. Ziehe mir hier ganz normal den Standardbaum hoch. Zada. Zack. Ich habe sogar noch Bone Meal, dann kann ich den hier. Ich. Was? Wie viel Bone Meal man denn dafür verwenden muss? Ach, kann er bestimmt nicht, weil da oben die Scheiße jetzt ist. Ja, dann fick dich. Ganz im Ernst. Habe ich mein gesamtes Bone Meal verwendet. Jetzt hole ich mir Bone Meal. Bone. Weil das Spiel natürlich das auch nicht sagt. Dass man das nicht machen kann. Sondern weil das Spiel einfach sagt. Nö. Du jetzt? Nö. Nö. Nö, nö. Danke. Schönes braunes Bäumchen. Ich hätte gerne einen normalen. Aber hier so einen normalen. Wow. Oakwood Sapling kriegt man hier einfach nicht. Oh, doch. Oh. Oh. Mach den weg. Den will keiner. Ganz normal, ohne alles. Mit Water. Eine Bottle Water in Dirt Sapling. Krieg ich hin. Habe ich. Irgendwo nicht. Und dann machen wir 10. So. Eimer, Eimer, Eimer. Wo ist mein Eimer? Da ist mein Eimer. Gib den her. So. Normalen. Ah, ist das schön. Zack. Hihi. Oh, endlich wieder mal grün, ey. So, hier eine Rübe. Eins, zwei, drei, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, okay, es ist stimmt, weil ein höher ist es das jetzt. Das ist ja egal. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gut, wenn ich von hinten mittig reingehe, wäre auch cool, ne?
hier ansetze. Auf jeden Fall einfacher. Kobbel. Über Kopfslaps gibt es noch. Standard-Slaps gibt es noch. So, meine Damen und Führer. Zack, 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 zack. So und zack. Zack und zack und zack und zack. Als wenn. Zack. Ach verdammt, der musste er bleiben. So. Noch mal checken. Ja, sehr schön. Ja, schon mal den Aufgang hier hübsch machen. Dass sich das jetzt so ein bisschen anpasst, ne? Sehr schön, geil. Müll einsammeln. Das so, so, so. 1, 2. Überleg gerade. Wenn ich jetzt hier im Bett wäre, auf dem Bett laufen könnte, sozusagen. Komm her, mach das weg. Ach nee, das. Die dürfen gerne so sein. So. Glück habe ich noch. Den wollte ich da eigentlich nicht hinsetzen. Können da nämlich keine Mobs drauf spawnen. Na, 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 na. So, und zwar eine Steintür. Die gibt's nicht. Gibt's keine Door. Ach, jetzt gibt's ja wieder nur Iron Doors, ne? Okay. Reaktortür.
Ja, dann crafte ich mir halt doch eine normale Tür. Ne? Hätte ich sie mal nicht verbrannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie hoch, kannst direkt loslegen. Wieder einfach noch irgendwelche Unrat liegt. Mann, lass mich da jetzt hin. Das ist schon ein leicht bunter Baum. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe noch 3 Stück, ne? Als wenn es passen sollte. Ach, wie man die ganzen einfachen Rezepte noch weiß. So. Und 10 Stück hier rein und rausgehen. Hier auch immer noch echt toll finde, ne? Dass so einen sauberen Abschluss hat. Da brauche ich schon aber noch eine Treppe. Das finde ich gut. Ist hier nicht so weit raus. Geht um die Ecke sozusagen. Das ist schön. So. Wenn ich jetzt hier noch eine Fackel hätte. Aber ich habe bald Kohle. Da kann ich sogar noch schön springen. Fenster. Mache ich noch zu, wohlgemerkt. Wobei ich ja hier noch... Mache ich so. Die Fenster. Ich könnte das Ding komplett in Glas kloppen. Aber... Lieber breite Fenster als noch ein höher. Ne, oben will ich diesen Kranz haben. Könnte rein theoretisch hier oben offen lassen, aber nö. Nein, nein. Kommt hier mein Bett hin und hier kommt eine Druckplatte hin. Die ich mir jetzt noch craften muss. Was ist das denn? Cobblestone Pass. Geil. Wie mir das hübsch aussieht. Wow. Was. So ein bisschen Struktur hast. Meinetwegen auch auf Holz. Oder auf Sand oder so. Ja, geil. Das ist eine schöne Idee. Druckplatte. Moment. Moment. Plate. Ach ja, nur Stein. Ja, dann brenne ich mir den halt noch. Meine Fresse. Stein aus 2 Steinen, das heißt, ich mache da 2 Cobbles rein und gut ist. Zack. Jetzt kommt das aber wieder zu mir. Jungle Saplings kommen zu mir, das Bone Meal kommt zu mir. Vielleicht sollte ich ein bisschen freistehen. Wenn das so.
Vielleicht mag er das jetzt nicht. Ja, guck mal. Viel hübscher. Ist das nicht toll? Dann machen wir gleich erstmal ein Päuschen. Jetzt haben wir dadurch jetzt genug Settings, die wir trocknen können. Wahrscheinlich. 9 Stück, guck mal. Schon ein paar. Zack, zack, zack. Sehr schön. Jungle Wood ist immer ganz gut, ob es ein Jungle Wood hat. So, daraus mache ich mir jetzt eine Pressure Plate. Ist eigentlich echt ganz schick. Ich weiß ja nicht, wofür ich das benutzen soll. Weil ich es hier einfach nirgendwo rauflegen kann, weil macht keinen Sinn. Neben mein Bett. Path. Round Path, Path Tiles. Rick, Alter, das ist cool. Vielleicht verwirrend, aber ist cool. So, meine Damen und Herren. Steht ja eigentlich auf dem Ding. Ach, das ist ja. Danke. So, jetzt haben wir das. Clay, Dirt, Sand, Cotton Saplings brauche ich. So, Jungle-Kram kann ich erstmal rein. Wobei Cotton damit gemacht wurde. So, zack, zack. Zack, zack. Zack. Wupp. Kann da weg. Kann damit hin. Das sind Baustoffe eigentlich, ne? Baustoffe haben hier nichts drin zu suchen. Ich muss noch mal eine Kiste machen, die mache ich jetzt neben. Für Krimskrams. Hier ist mein Eingang, den blockiere ich mir jetzt nicht. So wie. Das ist der ganze Crafting-Shit. Krimskrams. Ich habe einen Apfel, den esse ich jetzt. Ja, stimmt, ich habe ja hier einen normalen. Kann gerade nichts essen. Ist doof. Das ist nur zum Spaß. Das ist einfach irgendwelcher Unfug. Claybucket ist eigentlich auch irgendwelcher Unfug. Das ist alles Crafting-Stuff. Und Co. für den Prozess. Hol mir Cotton, die Cotton-Dinger. Das kommt da drin. Das zum Basteln. Bei den Stack kann ich rein theoretisch verbrennen und nochmal so Kohle machen. Das ist noch irgendwelcher Stuff. So. Bones kann ich ja rein theoretisch zu Bone Meal verarbeiten. Okay, Grave, das ist irgendwas, was ich nicht zuordnen kann. Wolle nehme ich mal mit. Sticks kommen einfach hier auch rein. Kleinkram. Das ist alles zum Basteln, sozusagen. So. Mhm.
entschuldigen Sie, ich habe auf diesen Ofen geklickt. Kotten, 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 Kotten. Nein, 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 nein. Den machen wir gleich.